Ina Fischer läuft auf eine Straßenkreuzung zu. Der Bürgersteig ist niveaugleich abgesenkt. Plötzlich bemerkt sie, dass sie schon auf der Straße steht. Bild 2. Getrennte Querungsstelle nach Dien. Rechte Seite niveaugleich abgesenkt mit Sperrfeld, damit blinde Menschen auf diese Stelle aufmerksam gemacht werden. Linke Seite Kante mit ca. 3 cm Unrichtungsfeld, das blinden Menschen anzeigt, dass sie in dieser Richtung weitergehen sollen. Szene 3. Getrennte gesicherte Querungsstelle, die nicht ganz DIN-konform ist, da der Randstein nicht weiß ist. Man sieht doch hier sehr gut, dass man relativ erschütterungsarm über den Zebrastreifen drüber fahren kann als Rollstuhlfahrerin. Szene 4. Zebrastreifen mit ca. 5 cm hoher Kante und ohne Leitsystem. Man sieht hier sehr gut, dass man als Rollstuhlfahrerin starken Erschütterungen ausgesetzt ist bei der Straßenquerung. Bild 5. Haltestelle mit Leitsystem, aber ohne digitale Haltestellenanzeige oder Sprachansage. Bild 6. Haltestelle mit Leitsystem, digitale Haltestellenanzeige und Sprachansage. Diese ist jedoch defekt. Der Anforderungsknopf ist schlecht erreichbar. Man droht, in die Mülltonne zu stolpern. Schönen guten Morgen zum schlauen Buch der Vielfalt der 5 Inklusionsweisen. Mein Name ist Ina Fischer, ich bin Projektkoordinatorin beim Modellprojekt Kommune Inklusiv in Erlangen. In unserer Runde begrüße ich heute auch noch Grazia Schade aus der Verbandsgemeinde Niederolm, Anja Schulz aus Rostock, Erik Ortlieb aus Rostock und Jessica Bleifuß aus Schneverdingen. Dann hole ich mal mein schlaues Buch zur Hand und schau mal, was wir heute für ein Thema haben. So, das ist ein bisschen dicker, weil die Punktschriftbücher brauchen immer mehr Platz. Oh, ein etwas trockenes Thema heute. DIN-Normen. DIN-Normen begegnen uns im Alltag. DIN-Normen können Fluch und Segen sein. DIN-Normen werden aufgestellt, im besten Falle richtig umgesetzt, helfen aber im Alltag nicht unbedingt allen Menschen weiter. Das haben wir im Vorspann schon gesehen. Im Vorspann geht es um barrierefreie Querungsanlagen für Fußgänger nach DIN 32984. Für mich als Blinde sind barrierefreie Querungsanlagen einerseits Segen, andererseits aber auch wirklich eine große Gefahr. Ich habe, wie man es im Bild, im Video auch gesehen hat, nicht immer die Möglichkeit, klar zu erkennen, wann Bordsteine zu Ende sind, die Straße losgeht und wann ich mich tatsächlich in Gefahr begebe. Grazia, wie sieht es denn für dich als Rollstuhlfahrerin aus? Ja, man sieht hier leider, dass blinde Menschen und Rollstuhlfahrer eine besonders innige Beziehung miteinander fühlen, was das Thema Querungsstellen angeht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich brauche eigentlich eine Nullabsenkung, um gefahrlos und gut auf den Bürgersteig draufzukommen. Ich habe seit kurzem einen anderen E-Rollstuhl. Und der zum Beispiel schafft keine Bürgersteige, die höher als 3-4 cm sind. Und teilweise die auch erst im zweiten Anlauf. Das heißt, der Autofahrer denkt, ich bin jetzt elegant auf dem Bürgersteig drauf und ätsch, die Räder stellen sich quer und ich komme nicht hoch. Also das sind dann auch wieder Gefahrensituationen, die da entstehen können. Ja, wie schaut es denn bei euch aus? Schalten wir doch mal direkt nach Rostock. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn es um das Thema Querungsstellen und Barrieren geht? Also wir haben ja im Vorfeld mal darüber gesprochen und bei uns ist es ja so, dass Erik viel mit dem Fahrrad unterwegs ist und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ich tatsächlich Autofahrer bin. Dadurch habe ich bisher wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig darauf geachtet, aber ich wohne im wunderschönen Warnemünde und dort muss ich sagen, gibt es große Schwierigkeiten, weil wir haben fast nur Kopfsteinpflaster dort, was es natürlich den Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen sehr, sehr schwer macht. Was natürlich aber eigentlich wunderschön ist, also so ein schönes Kopfsteinpflaster. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn sozusagen das Ästhetische auf das Funktionale trifft. Und mir ist aufgefallen, erst als ich Papa wurde, ist mir diese ganze Problematik erst bewusst geworden. Also das ist ja auch so ein Thema, welchen Vorteil so ein abgesenkter Bordstein hat, wenn man mit einem Kinderwagen und dann vielleicht noch Einkäufe hat, wie das die modernen Väter ja heute auch alles machen. Da habe ich erst so ein Bewusstsein gekriegt für diese Problematik und
wir wollen ja auch immer ein bisschen Werbung machen für unsere Modellkommune in Rostock. Also ich glaube, Rostock ist da ganz gut. Es ist nicht in allen Bereichen so, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass gerade wenn Sachen umgestaltet werden, das mitgedacht wird. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz positiv. Jessica, wie schaut es denn bei euch aus im Schneewerding? Als ersten Gedanken habe ich kurz noch zu Erik. Du hättest gemerkt, wie doof Kopfsteinpflaster ist, wenn du öfter hohe Absätze tragen würdest. Das ist ja nicht nur für Rollstuhlfahrer ein Problem. Da bleibt man auch gerne mal mit dem Absatz drin hängen. Jessica, und ich, also wir kennen uns noch nicht so gut, Jessica, aber das heißt, du bist öfter mal im Stöckel unterwegs. Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe eine rheumatische Grunderkrankung und gelegentlich mal ein geschwollenes Knie. Und dann ist der Gang so ein bisschen wackelig. Und dann ist Kopfsteinpflaster auch eine Herausforderung, das muss ich mal sagen. Das stimmt. Ich habe aber gerade jetzt gesehen, haben sie eine Straße bei uns neu gemacht und man kann tatsächlich auch, es geht auch Kopfsteinpflaster ziemlich eben. Also auch okay. Da entwickelt es sich ja weiter. Also das ist eine, ich bin ja jetzt, also ob nur Kopfsteinpflaster oder nicht, ist mir auch eigentlich herzlich egal. Ich finde, es hat so was Historisches, das finde ich ganz nett. Aber das geht auch, wenn es jetzt neu gemacht ist, sind die Straßen trotzdem sehr eben. Okay, da habe ich keine Erfahrung mit. Also bei uns wandelt sich das Stadtbild in Schneewerding so ein bisschen. Was mir auffällt, ist, dass da, wo Baumaßnahmen stattfinden, wird darauf geachtet, es nach Möglichkeit barrierefrei zu machen. Ich war kürzlich bei der Sitzung des Bauausschusses und da war aber tatsächlich auch dieses Spannungsfeld von, na, auf wen nimmt man jetzt Rücksicht? Die Nullabsenkung, die der Rollstuhlfahrer braucht, oder dieser kleine Absatz, der dem Blinden hilft oder dem Menschen mit einer Sehbehinderung vernünftig und sicher über die Straße zu kommen. Und ich habe aber den Eindruck gehabt, dass das Bauamt hier bei uns da sehr offene Ohren hat. Ich arbeite ja noch nicht so lange mit denen zusammen, aber die hören zu und sind bemüht, auch immer Menschen dazu zu holen, die selbst betroffen sind, um deren Blick auf die Sache zu hören und nach Möglichkeit umzusetzen. Das sind da Experten in diesem Bauausschuss? Also sitzen dort auch Experten oder kommt das erst? Also wenn du sagst, das entwickelt sich erst, klingt es so, als ob die das noch nicht so inhaliert haben. Was meinst du mit Experten? Also da sitzen natürlich Leute, die Ahnung vom Baulichen haben und von den Anforderungen. Und auch von Barrierefreiheit? Nein, die werden tatsächlich extern dazugeholt. Also tatsächlich Bürgerinnen oder Bürger hier aus Schneewerding, die betroffen sind, wurden zu der Sitzung zum Beispiel eingeladen, wo man wusste, die sind da aktiv und trauen sich auch, sich zu äußern. Die waren dabei, um dazu Stellung zu nehmen, was da jetzt passiert. Das fand ich ziemlich gut. Ich glaube, das ist aber auch so eine Stärke von dem ländlichen Raum, in dem wir unterwegs sind. Jeder kennt jeden und man weiß, wen man mal gut fragen kann, der dazu auch offenherzig berichtet, warum diese oder jene Lösung vielleicht nicht für alle optimal ist. Aber mich würde mal interessieren, wie da die Erfahrungen von Grazia und Ine sind, wenn ihr das jetzt so selber einschätzen müsstet, fühlt ihr euch da eher als Rollstuhlfahrerin berücksichtigt oder eher als Frau mit einer Sehbeeinträchtigung? Also wo habt ihr das Gefühl, wo mehr drauf geachtet wird? Also in Erlangen, so wie ich das die letzten 20 Jahre wahrgenommen habe, versucht man mit sehr, sehr viel Kompromissen zu arbeiten. Das heißt, es wird tatsächlich versucht, eine Nullabsenkung zu machen, aber ein sogenanntes Aufmerksamkeitsfeld davor zu setzen. Das heißt, dass ich als Blinde merke an dem veränderten Bodenbelag, oh, jetzt passiert irgendwas, jetzt muss ich besonders aufpassen und dann wird man auch automatisch langsamer und dann ist es auch die Gefahr, auf die Straße zu laufen, gar nicht mehr so hoch. Das Problem ist ja, dass man, wenn die Laufgeschwindigkeit sehr hoch ist, das ist ja bei mir meistens der Fall ist, man diese unterschiedlichen Bodenbeläge zwischen Fußgängerübergang und Straße nicht wahrnimmt. Dagegen, wenn man sehr langsam läuft und sich sehr, sehr konzentriert, die Gehwege haben meistens ein anderes Material wie die Straßenbeläge. Und mit diesem Aufmerksamkeitsfeld wird eben klar gesichert, okay, jetzt vorsichtig, jetzt mal langsam machen, jetzt passiert irgendwas. Und das ist eigentlich eine ganz gute Kompromisslösung, wo alle ganz gut klarkommen. Also sowohl Rollifahrer, Rollatoren, als auch Menschen, die mit Blindenstock unterwegs sind. Also da habe ich schon was gelernt. Ich wusste nicht, dass es Aufmerksamkeitsfeld heißt. Gut, dass es das gibt, weil jetzt mal aus unserem Büro hier in Rostock, wir haben
auch so einen Höhenunterschied direkt vor dem Büro und wir haben uns da gründlich beraten lassen und das ist genau das Problem, was wir ja heute auch zum Thema haben. Sozusagen, es müsste ein Geländer ran, damit der Rollstuhl nicht droht, da runter zu kippen und so weiter. Dann ist es aber eine Barriere für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Und ich erlebe auch viele vermeintliche Experten, die dann auch ratlos sind, wie man es dann löst. Und wie man, keine Ahnung, wir wollen keinem Vorrang geben, wir wollen dem Ganzen gerecht werden. Ich nehme es schon so wahr, dass das nicht einfach ist. Und was wir natürlich auch vermeiden wollen, dass man jetzt sich streitet, wer ist nun mehr benachteiligt. Diese Diskussion. Dafür gibt es ja dann die DIN-Normen, an der kann man sich erstmal entlanghangeln. Da wird ja schon sehr, sehr viel geklärt, auch in den Erläuterungen zu den DIN-Normen. Ihr seid eine öffentliche Einrichtung, also vergleichbar einer öffentlichen Einrichtung. Da gibt es ein quasi katalogähnliches Buch, wo das genau erläutert wird. Und dann kann man sich ja nochmal, wenn es jetzt wirklich nicht umsetzbar ist, die DIN-Norm, so wie sie im Buch steht, nochmal auf einen Kompromiss einlassen. Aber damit würde ich erstmal ansetzen. Aber ich glaube, das, was wir hier momentan auch erleben, ist, also bei uns, glaube ich, wird noch viel mehr nur geguckt auf die Belange von Rollstuhlfahrern. Also sind hier relativ viele Bürgersteige auf Nullniveau abgesenkt worden. Auch immer an so Stellen, die zwar eigentlich wichtig sind, weil das, sag ich mal, stark begangene Wege sind, aber man hat ja auch ganz, ganz wenig Platz. Also wenn ich so denke, so ein Aufmerksamkeitsfeld braucht auch eine bestimmte Tiefe, eine bestimmte Breite. Das sind, glaube ich, immer auch so Fallen, wo man reintappt, wo uns auch die DIN, glaube ich, nicht gut weiterhilft, was das Thema Kompromisse angeht. Und ich denke, wir haben in Niederolm, ich glaube, eine einzige Ampelkreuzung, die ist in keinster Weise barrierefrei, für keinen, ja. Und wenn wir jetzt diese Kreuzung umgestalten wollen würde, müsste man ganze Häuser abschlagen. Also das ist irgendwie auch eine Krux, die dahinter steht, da auch wirklich gute Kompromisse zu finden. Wir haben hier in den kleineren Ortschaften auch ganz häufig so Mischflächen. Das heißt, ich habe keinen richtigen Bürgersteig, weil der Autofahrer ist der Stärkere sozusagen. Und damit zwei Autos aneinander vorbeikommen, macht man eine Mischfläche und der Fußgänger hüpft dann halt eben mal zur Seite. Und das sind natürlich auch so Dinge, wo es halt bei der Sicherheit irgendwie auch ganz schwierig wird. Und ich glaube, dass man, wenn wir Kompromisse aushandeln, immer gut gucken müssen. Es geht um Gefahren, es geht darum, möglichst sichere Wege zu gestalten und dass man da, glaube ich, gucken muss, wo ist da halt jetzt, sag ich mal, die höhere Gefährdung und wie kann man die auch mildern. Ich glaube, anders werden wir da keine guten Kompromisse auf die Dauer finden können. Gibt es denn bei Bauherren, wenn jetzt neu gebaut wird, sozusagen eine Verpflichtung, diese DIN-Norm umzusetzen? Oder ist das so eine Kann-Option? Und vor allen Dingen, sage ich mal, muss quasi ein Bauherr vielleicht in irgendeiner Art und Weise einen anderen Weg der Entschädigung oder der Umsetzung planen, wenn er sagt, ich wende diese DIN-Norm nicht an? Ja, also es gibt schon, das ist von Bundesland zu Bundesland leider unterschiedlich. Hier in Rheinland-Pfalz ist ganz klar, die DIN-Normen sind eingeführt. Also wir haben die 18040 Teil 1, 2 und 3, die halt die unterschiedlichen Belange berücksichtigen. Das eine ist das öffentliche Gebäude, das andere ist das Thema Wohnen, das andere ist das Thema Wege. Und entsprechend auch dann in Kombination mit der DIN, die Ina eben auch schon erwähnt hat, die 32984. Das Ding ist, und das ist halt auch, glaube ich, eine Sache, also gerade dieses Zwei-Sinne-Prinzip, bis vor kurzem war ich Behindertenbeauftragte hier im Landkreis und habe halt Stellungnahmen verfasst. Und ich habe immer versucht, darauf auch zu achten. Was aber hinterher umgesetzt wird, das ist das Nächste. Und wenn die Bauabteilung beispielsweise das dann nicht kontrollieren können, weil ihnen vielleicht das Personal dafür fehlt oder weil sie vielleicht auch, sag ich mal, selber nicht so ganz firm damit sind, denn gerade alles, was das Zwei-Sinne-Prinzip angeht, das ist schon auch ganz schön tricky. Also ich habe nicht irgendwie vor Freude aufgejault, wenn ich irgendwelche Straßenplanungen auf den Tisch bekam und sollte da halt die Leitsysteme beurteilen. Also ja, und von daher denke ich, das ist immer so, das ganze System nur so gut, wie auch, sag ich mal, die Ausführung ist, wie auch eine Kontrolle ist. Und welche Sanktionen gibt es denn tatsächlich, wenn eine DIN nicht eingehalten wird? Und das haben wir nicht nur bei den Leitsystemen, das haben wir auch bei sowas eigentlich Einfachen wie bei der Ausgestaltung eines barrierefreien WC. Da passieren bis heute immer noch ganz viele Fehler. Oder warum sind die Handtuchhalter irgendwie auf einer Höhe von, weiß ich nicht, 1,40 Meter? Und man, also ich selber komme dann halt nicht dran, ja, an die Handtücher. Wie ist da eure, es ist in Rostock so, dass gerade so die öffentlichen Einrichtungen, so das Ortsamt und so gern in einem historischen Gebäude ist. Und dann ist das Argument natürlich auch, es geht um, wie heißt das noch gleich? Denkmalschutz. Denkmalschutz, danke. Denkmalschutz und auch um die Ästhetik und so weiter. Und da werden sehr viele Abstriche gemacht. Und da wird der, also da,
da bin ich sehr unzufrieden. Also wenn so das Ästhetische, Historische dem im Widerspruch steht. Habt ihr da auch Erfahrung? Das ist in Rostock, glaube ich, ein relativ großes Thema. Ich glaube, Ina, bei euch ist das mit dem Denkmalschutz noch schlimmer als bei uns. Also wir haben ja einen sehr historischen Altstadtkern, einen sehr alten tatsächlich auch schon. Die öffentlichen Gebäude wie Stadtbücherei, Museum und so weiter sind natürlich verpflichtet, auch Barrierefreiheit herzustellen. Das gelingt teilweise mit Kompromisslösungen wie barrierefreien Seiteneingängen und ähnlichen Dingen. Es ist aber nicht hundertprozentig zufriedenstellend, vor allem nicht im Sinne der DIN-Norm. Also das ist sehr, sehr kompromisslastig. Es werden zum Glück hier die Menschen mit Behinderung einbezogen, die es auch brauchen. Aber ich weiß jetzt gerade bei der Stadtbücherei, der Diskussionsprozess, bis dieser Seiteneingang ins Spiel kam, der auch Rollstuhl zugänglich ist, das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also man muss dann auch wirklich dahinter sein und wenn Bauanträge irgendwo auftauchen, gleich auch drüber gucken, wird alles berücksichtigt, haben wir eine Chance nochmal einzugreifen. Also man muss ständig die Augen offen halten. Und das macht ihr sozusagen aus einer Ehrenamtlichkeit heraus oder ist das auch Teil eures Projektes? Also ist das Teil von Kommune Inklusiv bei euch? Nein, das ist nicht Teil von Kommune Inklusiv. Das ist hier ganz klares Arbeitsfeld der Kollegen vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Beziehungsweise werden bei größeren Bauvorhaben wird auch das Forum Behinderte Menschen, was vergleichbar ist mit einem Behindertenbeirat, hier auch angefragt. Also es ist aktuell geplant, das Stadtmuseum noch mehr barrierefrei zu machen, auch vielleicht eine Umgestaltung des historischen Gebäudes zu machen. Da liegen die Pläne offen für alle, die es betrifft. Vielleicht noch so ein weiteres Stichwort, was mir jetzt so einfällt, der ÖPNV. Also wir haben im Eingangsintro ja auch gesehen, das Thema Haltestellen ist ja durchaus auch nicht ganz einfach. Was können wir tun, damit man halt nicht weiterhin Gefahr läuft, in irgendwelche Mülltonnen zu stolpern? Und meine, bis 2022, und das ist jetzt auch nicht mehr lang hin, müssen alle Haltestellen eigentlich barrierefrei sein. Ich glaube, wir sind da noch ein relativ großes Stück weit von entfernt. Also wie seht ihr das? Ina, vielleicht magst du anfangen. Ich mal kurz was einwerfen? Entschuldigung. Ich finde besonders gut, dass man ja an diesen Taster gar nicht rankommt, zwischen Bank und Mülleimer. Das haben wir ja im Intro gesehen. Aber da muss man ja auch am gesunden Menschenverstand zweifeln. Also ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Das grenzt ja schon an einen Schildbürgerstreich. Ja, aber dieses Haltestellenhäuschen, was ihr gesehen habt, ich weiß nicht, ob es aufgenommen, aber auf jeden Fall ist da ein Haltestellenhäuschen. Das ist nachträglich gekommen und man hat da relativ wenig Platz, weil diese Haltestelle ist stark frequentiert und man musste viel Platz lassen, damit da Menschen dran vorbeikommen. Und ich glaube, man hat dann einfach nicht auf diesen Taster geachtet. Ja? Also, schön. Ja, ich habe dann auch mit dem dran gefahren und habe ihn dann so umarmt. Auch schön. Also der Taster ist ja eine grundsätzlich gute Idee zum Thema Barrierefreiheit. Es ist aber nicht überall wirklich ausreichend, weil diese Taster funktionieren so, ich drücke auf den Knopf und bekomme die nächsten Buslinien angesagt, die laut Fahrplan einfahren. Wenn jetzt aber Linie 5 vor Linie 3 kommt, obwohl die Ansage andersrum war, habe ich als Sehbehinderter tatsächlich das Problem, dass ich nochmal den Busfahrer fragen muss, um wirklich in die richtige Buslinie einzusteigen. Also an Haltestellen, wo mehr wie zwei Linien fahren, sind die Taster, so wie sie aktuell fast überall aufgestellt sind, relativ sinnlos. Weil ich nicht sicher gehen kann, ob ich den Bus erwische, den ich brauche. Wie nimmst denn du das wahr? Ist das Personal dort geschult bei euch? Also jetzt der Busfahrer in deinem Beispiel? Ja, also es ist auch tatsächlich so, dass Blinde und Sehbehinderte ein sogenanntes Mobilitätstraining machen, wenn sie den Umgang mit dem Stock lernen. Und man bekommt dann auch gesagt, bitte stellt euch vorne an die Haltestelle hin, dass man auch gleich beim Busfahrer einsteigt. Und in Erlangen ist es so, dass alle 3 bis 4 Jahre sogenannte Busfahrerschulungen durchgeführt werden, wo das ZSL Hauptakteur ist und die Menschen mit Behinderungen in die Busfahrerschulungen gehen und ganz konkret auch anschaulich zeigen, wo die Probleme sind. Also wir sind immer so ein Dreier-Vierer-Team. Jemand mit einer Körperbehinderung, mit einer Sehbehinderung, von den Gehörlosen oder Schwerhörigen ist meistens noch Also das Dreigestirn der Teilhabebeschränkung.
So ungefähr. Und oft ist aus dem Seniorenbereich noch eine Kollegin dabei, dass wirklich die Busfahrer sehen, wo die Probleme sind. Klar sehen die das in ihrem Alltag auch, aber um dann auch Lösungen aufzuzeigen und zu sagen, hier einen Satz sprechen, die Lösung ist schon gegeben. Wenn der Busfahrer auch, also manche sind auch bereit, die schon Außenlautsprecher haben, dann, wenn sie einen Sehbehinderten an der Haltestelle erkennen, dann über den Außenlautsprecher kurz die Busnummer anzusagen. Das ist zwar noch nicht bei allen Bussen so ausgerüstet mit dem Außenlautsprecher, aber die, die es haben und wo die Busfahrer die Schulung gemacht haben, da funktioniert das tatsächlich auch schon. Wenn wir uns mal weglösen von dem Thema der Querungsstellen und des ÖPNV, wir haben jetzt viel über Leitsysteme zum Beispiel gesprochen. Wer hat denn alles eigentlich einen Nutzen von Barrierefreiheit? Es wird ja häufig sehr reduziert gesehen. Erik hat vorhin schon mal das angesprochen, dass er es anders gesehen hat, als er Vater wurde. Bei den Leitsystemen denke ich manchmal, naja, es nutzt ja nicht nur den Menschen, die schlecht sehen, sondern auch wenn man ein bisschen angeschickert nach Hause kommt, dann fehlt man vielleicht halt zu Hause. Aber gut, ich glaube, der Nutzen ist ja doch ein bisschen was größer, als was wir normalerweise so spontan im Kopf haben. Jessica, was ist so dein Eindruck da? Tatsächlich habe ich da noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich erlebe das hier. Letztlich hat fast jeder einen Nutzen. Da, wo man nicht durch das Verhindern von Barrieren oder den Abbau von Barrieren für andere wieder neue Barrieren hochzieht. Das Thema, was ihr ganz am Anfang hattet, dass sich Dinge auch widersprechen können. Aber ansonsten, wir haben da alle was von. Ich finde diese Taktilstreifen, oder? Und Aufmerksamkeitsfelder an Ampeln zum Beispiel. Super, weil bis dahin dürfen die Kinder mit dem Fahrrad vorfahren. Und dann huckelt es ja auch. Und sie wissen Bescheid, da ist Stopp. Das finde ich ganz angenehm. Ist so ein ganz, ganz kleiner, netter Nebeneffekt. Mhm. Ich finde aber auch, wir müssen mal der Realität ins Auge sehen. Und die Gesellschaft wird halt älter. Und jeder von uns wird mal alt. Und ich glaube, wir werden alle einen Nutzen davon haben, wenn wir irgendwann nicht mehr so gut zu Fuß sind, hohe Bürgersteige im Weg haben, wo wir schlecht hochkommen und sondern wo alles so angepasst ist, dass wenn unsere Augen mal schlechter werden, wenn wir schlechter mobil sind, wenn wir da eine grundsätzliche Anpassung haben, wird jeder von uns früher oder später davon ganz doll profitieren. Und ich glaube, im Alltag profitiert jeder schon ein kleines bisschen. Es fällt nur gar nicht so jedem auf, weil der Nutzen vielleicht für viele erstmal kleines, aber in dem Moment, wo wir ein Problem haben, mein dickes Knie und ich komme nicht mehr gut übers Kopfsteinpflaster zum Beispiel, weil es kippelt, dann ist natürlich super, wenn man ein ebeneres Kopfsteinpflaster gebaut hat oder vielleicht einen anderen schönen Bodenbelag gewählt hat. Und ja, wie Erik sagt, mit dem Kinderwagen, jeder von uns kann da profitieren. Es ist wichtig, da die Augen aufzuhalten und den Finger in die Wunde zu legen, glaube ich. Und es gibt ja auch so viele Menschen, die hohe Absätze tragen. Also das hatten wir ja eben auch schon, weil die Absätze haben auch einen großen Vorteil von. Ja. Ich glaube, das ist der Ansatz, dass man sagt, sozusagen für alle ist es komfortabler und für einige aber eben auch einfach notwendig. Und es gibt ja auch Lösungen, die auch ästhetisch sind. Also es braucht ja heute keiner mehr sagen, ach, dann sieht das alles verschandelt aus und so weiter. Ich finde gut, wenn sozusagen das ist auch wirklich, ich habe heute einen Knoten in der Zunge, dass es auch wirklich ansehnlich ist, das finde ich wichtig. Also, dass dieser ganze Aspekt eben auch durch eine Art ästhetische Brille gesehen wird und es ist aber möglich. Und den Ansatz, den du sagst, Jessica, den finde ich besonders nett, das betrifft uns alle früher oder später, das würde man gerne einigen nochmal laut ins Gesicht rufen. Ja, mach vielleicht doch. Zum Abschluss. Ich gucke nochmal in meine Kristallkugel. Also das, ihr wisst ja, die habe ich immer dabei. Nicht nur, dass ich irgendwelche Spirituosen mit mir führe, wie heute den Gin Tonic. Ich gucke jetzt in die Kristallkugel und stelle euch mal die Frage, die Normen, fördern die Inklusion? Wie seht ihr das? Ein bisschen wie mit der Frauenquote, wenn ich das vergleichen darf. Da bin ich auch kein Fan von, aber ich glaube, um Dinge anzuschieben, gerade am Anfang, ist sowas einfach sehr, sehr wichtig, dass da der Gesetzgeber auch Vorschriften macht und dass wir, wenn wir darüber reden und auch das, was Ina schon gesagt hat, auch vielleicht erstmal nur einen Kompromiss finden, dann ist es zumindest ein Thema. Und vielleicht sind wir irgendwann so weit, deswegen dieser Vergleich zu diesem Thema Frauenquote, dass wir es dann nicht mehr brauchen, weil es so drin ist, dass es so mitgedacht wird, dass wir dann davon Abstand nehmen können. Aber ich halte das für sehr wichtig und auch, das meine ich mit, wir müssen das immer wieder betonen und sagen. Und ich finde auch, dass es vielleicht nicht eine Grazia oder eine Ina sein sollte, die immer darauf pocht, dass das einfach selbstverständlich ist, sondern auch Menschen wie ich, der vielleicht keine sichtbare Einschränkung hat, erst wenn man ihn reden hört, sozusagen, dass wir auch dafür streiten und uns dafür einsetzen.
Ina, wie siehst du das? Ich finde, die Normen fördern auf jeden Fall die Inklusion, weil es tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die, wenn die baulichen Gegebenheiten nicht vorhanden sind, nicht teilnehmen können. Also das ist jetzt unabhängig von den Rollstuhlfahrern. Es gibt ja auch Menschen mit Epilepsie, die bei der falschen Beleuchtung in bestimmten Räumen gar nicht anwesend sein können, weil sie es nicht aushalten. Und ich sehe es ähnlich wie Erik, wir brauchen die Normen momentan noch. Ich hoffe, dass wir sie irgendwann nicht brauchen, weil es dann tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen ist bei allen, die bauen, gestalten. Es gibt ja auch Barrierefreiheit, die Normen fürs Internet. Es gibt ja die Normen in allen möglichen Bereichen. Über die Normen im Bürobereich, da diskutiert heutzutage kein Mensch mehr, weil jeder weiß, wie man den Brief gestaltet. Also das ist einfach sowas, was sich etablieren muss. Und dann kann man den dicken Ordner mit den DIN-Normen auf die Seite legen und dann hat sie da drin. Jessica, wollen die von dir noch ein Statement dazu? Ich würde mich total gern anschließen. Zusammenfassend habt ihr jetzt ja Erik und Ina beide gesagt, es ist ein vorübergehendes Hilfsmittel, die DIN-Norm. Wir brauchen die jetzt, bis es von alleine läuft. Und das sehe ich ähnlich. Ja, das war doch, glaube ich, ein schöner Schlusssatz. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Danke an die Runde, also ein spannendes Feld. Ich glaube, wir hätten hier noch ganz lange weiter diskutieren können und hätten noch viele Beispiele gefunden. Doch wir haben uns vorgenommen, es nicht ausufern zu lassen. Von daher, auf ein nächstes Mal. Es war schön mit euch. Vielen Dank in die Runde und bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.